Grüß Gott aus Brent Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute möchte ich gerne eine Frage beantworten eines Kunden von uns, der gefragt hat, Mensch, meine Marke steht zur Verlängerung an, die habe ich jetzt 10 Jahre. Soll ich die denn tatsächlich verlängern und die erhöhte Gebühr bezahlen oder soll ich die einfach neu anmelden? Kommt mich doch deutlich günstiger. Und darauf möchte ich hier in diesem Video kurz eingehen. Nicht natürlich, um zu versäumen, darauf hinzuweisen, hier findet keinerlei Rechtsberatung statt. Ich weiß, dass hier immer Anwälte zugucken, die versuchen, mir das unterzujubeln. Aber nein, Rechtsberatung können wir natürlich keine und dürfen wir auch keine machen und wollen wir auch keine machen. Alles, was wir hier kundtun, sind Erfahrungswerte aus den letzten 20 Jahren Markenschutz und Markenbetreuung. Gemeinsam mit unserem Fachanwalt, der uns zur Seite steht. Also zurück zum Thema, ihr wartet ja drauf. Die Neuanmeldung, die kostet beim Deutschen Patent- und Markenamt für bis zu 3 Klassen rund 300 Euro. Wenn ihr das online hinkriegt, nur 290, aber wir sagen mal 300 Euro. Dann gilt die Marke 10 Jahre, das heißt im Register ist ein sogenanntes Schutzendedatum eingetragen, 10 Jahre. Dann, kurz vor Ablauf der 10 Jahre, gibt es Post vom DPMA mit dem Hinweis, hurra, die Marke, die Schutzdauer läuft jetzt ab und wenn ihr die Marke behalten wollt, dass also der Schutz weitergeht um weitere 10 Jahre, dann bitte zahlt doch 750 Euro. Das ist mehr als das Doppelte. Und da tut sich der eine oder andere natürlich schwer zu sagen, hey, warum soll ich denn das tun und kann ich die Marke nicht neu anmelden? Dazu darf ich folgenden warnenden Hinweis geben. Die Marke, wenn ihr die neu anmelden würde, würde natürlich ihre Historie verlieren. Das heißt, eine Neuanmeldung ist halt eine Neuanmeldung. Und wenn die neu angemeldet wird, gibt es ein neues Anmeldungsdatum. Das mal rein als grundsätzlichen Hinweis. Dann ist es tatsächlich so, bei einer Neuanmeldung werden natürlich die Eintragungsvoraussetzungen wieder neu geprüft. Fakt. Und es könnte ja jetzt sein, dass in der Zwischenzeit, wo ihr die 10 Jahre die Marke hattet, jemand anderes eine ähnliche Marke eingetragen habt und ihr habt es gar nicht gemerkt. So, wenn ihr dann nach 10 Jahren die Marke auslaufen lasst und meldet die neu an und der andere Markeninhaber, der die ähnliche Marke hat, überwacht die Marke, seine Marke, könnte es sein, dass er Widerspruch einlegt gegen eure Markenanmeldung. Dann nutzt es auch nichts, dass er sagt, ja, aber ich hatte mal. Hatte, hätte, hätte, Fahrradkette, ihr kennt das. Abgelaufen ist abgelaufen. Und dann ist dann plötzlich ein anderer da, theoretisch denkbar, auch tatsächlich schon vorgegangen bei uns im Kundenkreis. Und deswegen, ich kann nicht empfehlen, eine Marke wegen 450 Euro Mehrkosten auslaufen zu lassen, nur um ein bisschen Geld zu sparen, sie neu anzumelden. Denn, wie gesagt, ihr verliert die Historie und es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie gar nicht neu angemeldet werden kann, weil sich vielleicht in der Zwischenzeit jemand anderes eine ähnliche Marke eingetragen hat. Deswegen mein Tipp an dieser Stelle. Tipp, wenn der Bescheid kommt vom Markenamt, hallo, das Schutzendedatum rückt näher, bitte verlängern, dann kostet es eben mehr. Und jeder sollte in den 10 Jahren, in denen er seine Marke genutzt hat, so etabliert sein und so viel Geld verdient haben oder vielleicht ein bisschen Geld verdient haben, dass er in der Lage ist, eben statt 300 Euro für eine Neuanmeldung 750 Euro für die Verlängerung zu bezahlen. Das war heute der praktische Tipp und die Erklärung, warum die Verlängerung besser ist wie eine Neuanmeldung, wenn die ersten 10 Jahre ausgelaufen sind. Spannend, denke ich, für alle und die Frage damit eben auch geklärt. Wenn euch solche Themen interessieren rund um Marke, schreibt mir ein Video, dann kann ich darauf antworten. Also ich beantworte Fragen, soweit ich das kann, immer gerne. Rechtsberatung findet keine statt, das darf dann ein Fachanwalt machen, unser Anwalt wird es auch machen, jeder andere natürlich auch. Lasst mir bitte schnell einen Daumen hoch da, das hilft meinem Kanal. Und gleich abonnieren, macht's einfach. Und dann freue ich mich, wenn ihr bei meinen nächsten weiteren Videos auch wieder mit dabei seid. Ihr wisst, die gibt's regelmäßig, die gibt's täglich. Denn über Marken habe ich halt immer was zu sagen. Und dann hören und sehen wir uns morgen wieder. Bis denn, Servus!